Einen traumhaft wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und herzlich willkommen zum allerersten Unboxing-Video der Fallout Crate für Januar 2018. Und wenn man hier sehen kann, steht sie schon neben mir, die schöne Fallout Crate. Ich persönlich habe sie mir etwas kleiner vorgestellt, etwa eher so in der Größe eines Schuhkartons, aber sie ist doch ein wenig größer als erwartet. Dementsprechend passt aber auch mehr rein und das ist wiederum gut für uns. So, und ich möchte jetzt nicht groß in dem heißen Brei herumreden, also fangen wir gleich an mit dem Unboxing. So, los geht's. Falls ihr euch wundert, warum die Kiste schon überall Dellen und Schramm hat, das liegt daran, dass diese Kiste genau in diesem Zustand geliefert wird. Das heißt, es ist keine Verpackung oder irgendwelches anderes Verpackungsmaterial drum, wie Folie, Plastik oder sonst irgendwas. Es wird genauso geliefert. Das heißt, die Post wirft das auch in dem Zustand durch ihre Fahrzeuge oder durch die Lagerfilialen und bekommt dementsprechend ein paar Schäden. Wer also hofft, eine Picobello-Kiste mit astreinem Zustand zu bekommen, den muss ich leider enttäuschen, denn die Post geht nicht gerade zimperlich mit unseren Kisten um. Trotzdem ist der Internet in einem wunderbaren Zustand. Und um euch das zu beweisen, legen wir jetzt hier mal richtig los. Und dann wollen wir das gute Ding mal öffnen. Los geht's! Wie man sehen kann, ist die Kiste im Inneren auch ein bisschen dekoriert. Das heißt, man kann eine schöne Power-Rüstung sehen. Und so ist eine kleine Zeichnung einer Power-Rüstung, also von dem Helm der Power-Rüstung. Und innen drin ist dann alles schön ordentlich verteilt. Und das erste, was wir jetzt rausholen, ist ein Hoodie. Oder so ein Kapuzenpullover, je nachdem, wie man das bei euch nennt. Und zwar ein ganz besonderer. Und wie man sehen kann, steht vorne auf Vault 101 drauf. Aber das Besondere ist auf der Rückseite. Denn das ist ein Hoodie der Tunnelschlange. Wer zum Geier die Tunnelschlange, fragt ihr euch vielleicht. Wer Fallout 3 gespielt hat, der weiß das, denn im Vault selbst gibt es eine kleine Organisation von Jugendlichen, die quasi eine richtige Gang gegründet haben. Und die haben sie liebevoll Tunnelschlangen genannt, auf Englisch Tunnel Snakes, und schon noch schön Capital Wasteland und das Schlangensymbol. Im Spiel selbst tragen die Jungs allerdings eine Lederjacke. In dem Fall ist es bloß ein Pullover. Aber trotzdem cool. Sehr cool. Und so sieht der Pullover aus, wenn man ihn anzieht. Hier vorne die Aufschrift. 101 für Vault 101 und auf dem Rücken natürlich nochmal die Tunnelschlange. Tja, ihr könnt euch vielleicht an das Ankündigungsvideo erinnern. Da musste ich mich ja quasi für eine Größe entscheiden und habe mich für L entschieden, denn in der Maßtabelle war das quasi so ausgerechnet. Wie man sehen kann, es passt mir, es sitzt vielleicht ein bisschen eng. Wenn ihr so ein paar Kilo abnehmen solltet, dürfte es ganz gut aussehen. Jetzt ist es wirklich noch ein bisschen zu eng, ich weiß. Aber trotzdem, hat es mit der Größentabelle halbwegs hingehauen. Falls ich also beim nächsten Mal ein T-Shirt zugeschickt bekommen sollte, sollte das auch passen. Und da ich sowieso noch abnehmen möchte, ja, sollte es mir dann auch passen. So, als nächstes haben wir eine Anstecknadel. Zack. Nichts Besonderes, aber kann man sich vielleicht noch mal die Klamotten dran machen oder einen Koffer oder so. Sehr schön. So, weiter geht's. Wie wär's damit? Eine Figur aus Fallout 3. Ein Supermutant namens Forks mit einem fetten Gatling-Laser. Und wer sich erinnert, diesen tollen Charakter trifft man im Vault 87 und hilft ihm aus diesen ja, experimentellen Kammern zu entkommen. Und anschließend hilft er einem, die ganzen Quests zu absolvieren, die dazugehören. Und ja, der ist quasi euer Begleiter, wenn ihr euch nicht natürlich für einen anderen Begleiter entscheidet. Falls nicht, dann wartet dieser immer sehnlichst darauf, euch zu helfen. Und zwar am Haupteingang von Underworld, dem Hauptstadt der Ghule in Washington, D.C. So, ich packe den mal aus und gucken uns den mal genauer an. So, ausgepackt sieht das Ganze dann so hier aus. Echt stark, ziemlich groß, wie man sehen kann, aber wirklich geil. Auch mit einer schönen Platte hier unten zum Aufstellen. Also ich find's cool. Was sagt ihr dazu? Aber okay, weiter geht's. Was haben wir als nächstes? Wie wär's damit? Auf der Verpackung kann man es schon lesen. Es ist ein Coffee Mug, also eine Kaffeetasse. Und zwar mit dieser Symbolik vorne drauf. Ich pack's mal für euch aus, damit ich euch nicht mit diesen nervigen Verpackungsgeräuschen auf den Sack gehen muss. Tada! Hier haben wir eine wunderschöne Kaffeetasse. Die ist wirklich wunderschön, muss ich echt sagen. Die gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Quasi eine Tasse mit Wall-Tech-Aufmachung mit dieser tollen Dame und einem tollen Sledgehammer und der tollen Aufschrift Construction Survey Property of Wall-Tech. Unten steht auch noch was drauf. Innen ist sie weiß und steht liebevoll drauf Welcome Home. Also ich finde das richtig super.
Weiter geht's. So, zwei Sachen haben wir noch hier drin. Eins liegt jetzt hier oben, aber dazu komme ich später. Und warum, erzähle ich euch gleich. Also nehmen wir das, was darunter liegt. In dem Fall haben wir ein Stück Papier. Nicht besonders. Und auf der Rückseite ist quasi eine Übersicht mit allen Sachen, die wir in dieser Loot Crate bekommen haben. Was ich euch ja quasi erzähle gerade. Aber darum geht es nicht, denn da ist noch was anderes drin. Das ist ein Mauspad, wie man sehen kann. Und da es noch eingeschweißt ist, hole ich es mal raus für euch. Tada! Wie gesagt, ein Mauspad mit ja, einer schönen Aufschrift. Sign up your local vault shelter today. It's never too late. Vault shelter mit dem Vault Boy. So, und wie angekündigt, komme ich zum letzten. Und zwar dem hier. Das mag erstmal sehr unscheinbar und nach einer blöden Verpackung, was drin ist, zeige ich euch jetzt. Tada! Und jetzt fragt ihr euch, warum zum Geier liegt da ein Kopf einer Powerrüstung auf diesem Fußsockel? Das ist quasi der gleiche Fußsockel wie der, wo auf Forks drauf steht. Allerdings ist hier nur ein Kopf einer Powerrüstung oder ein Helm einer Powerrüstung. Und das ist die Besonderheit daran, denn die Leute, die alle sechs Crates bestellen haben, werden quasi damit belohnt, dass in jeder Kiste ein weiteres Teil dieser Powerrüstung drin ist. Und quasi, wenn die ganze Reihe komplett ist, hat man eine komplette Powerrüstung, die man dann anschließend hier auf diesen Sockel stellen kann. Finde ich persönlich echt cool. Und was ich sagen muss, dieser Helm ist wahnsinnig hochwertig. Allein schon im Detail, wie man es vielleicht sehen kann. Und auch von der Qualität. Der hat wirklich richtig Gewicht, der ist richtig schwer und absolut hochwertig. Also wenn das Ding fertig ist, hat man sicherlich eine richtig geile Powerrüstung, die man sich dann irgendwo hinstellen kann, die mega, mega geil aussieht. So, und wir haben quasi nochmal alles auf einem Haufen. Wir haben links den Pullover von den Tunnelschlangen. Wir haben daneben den Sockel mit dem ersten Teil der Powerrüstung. Wir haben die Figur von Forks. Wir haben die Kaffeetasse, die Anstecknadel und das Mauspad. Also ich persönlich finde die Ausbeute wirklich gut. Wenn man alles einzeln kaufen würde, wenn es das zu kaufen gäbe, müsste man sicherlich mehr Geld bezahlen, als man für diese eine Fallout Crate bezahlt. Von daher würde ich sagen, bekommt man wirklich was Schönes für sein Geld. Wer so wirklich Fallout-Nerd ist wie ich, der bereut das definitiv nicht. Das ist mein Fazit dazu. Und ich bin wirklich gespannt, was in Zukunft so alles in diesen Crates drin sein wird. So, liebe Leute, das war's auch schon von der allerersten Fallout Crate. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass euch der Inhalt dieser tollen Box gefallen hat. Wer sich bis jetzt unsicher war, ob er die Crate bestellen soll oder nicht, so hoffe ich, dass ich dieser Person helfen könnte, sich zu entscheiden, ob er sie nun holt oder nicht. Und egal für was ihr euch entscheidet, dass es euch wirklich eine Hilfe war bei diesem Video. Ansonsten hoffe ich, dass ich allen Fallout-Fans, Nerds und Geeks da draußen, denen es so geht wie mir, ein bisschen Spaß gebracht habe, ein bisschen Unterhaltung für das Thema Fallout Crate und Fallout Merchandise. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein paar Likes da, schreibt ein paar nette Kommentare und vor allem abonniert bitte meinen Kanal. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft nicht die nächsten Fallout-Videos und auch die nächsten Unboxing-Videos der Fallout Crate nicht. Übrigens, die nächste wird dann wahrscheinlich im März erscheinen, so wie es von Loot Crate angekündigt wurde. Dementsprechend müsst ihr euch bis März noch gedulden. Ja, und wie gesagt, ich mache auch noch andere Fallout-Videos. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und ja, dann freue ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und viel Spaß noch.